Sportfan TV, heute ist bei uns da der Präsident des AS Calcio, ein Fußballverein von Kreuzlingen, ein Top-Nachwuchsfußballverein. Ich habe den Präsident da, Markus. Wie läuft es im Club? Ja, die lange Winterpause ist jetzt vorbei. Wir haben uns vorbereitet, in 2,5 Wochen geht es los und wir sind eigentlich ready, um auf allen Fronten wieder vorne mitspielen. Sehr gut, Markus, in eurem Leitbild auf der Club-Homepage nimmt man, ihr seid da für Jugend- und Freizeitarbeit als wichtigen Aspekt vom sozialen Netzwerk. Was muss ich darunter verstehen? Also wir sehen uns schon als Integration für viele Junge. Wenn wir jetzt auch schauen, bei unserer Juniorenabteilung kommen, haben etwa 80% von den Junioren Migrationshintergrund. Und wir bieten ihnen eigentlich eine Möglichkeit, irgendwie auch Verbindung zu schaffen zu den anderen Leuten in Kreuzlingen. Und auch dann aktiv im Erwachsenenalter Fußball spielen. Hast du gewusst, Markus, 2003 hat man den Jugendförderungspreis von der Stadt Kreuzlingen erhalten. Wie war das gewesen? Du bist ja noch nicht Präsident, hast du das mitbekommen? Klar, ich war ja dort schon im Verein, habe das auch mitbekommen. Und jetzt eigentlich 2012, also da wird ja unser Junioren-Obmann den Jugendfördererpreis bekommen. Und das ist natürlich auch wieder etwas Schönes, dass wir so eine Auszeichnung bei uns im Verein haben. Der Jugendförderungspreis, das ist glaube 2009, habe ich richtig gelesen. Was umfasst das ganz genau? Das ist vor allem die Ausbildung von den Junioren, weil wir sind ja natürlich vor 10 Jahren haben wir erst angefangen und vorher eigentlich im Bereich Kinderfußball und jetzt stellen wir eigentlich 20 Mannschaften über jedes Juniorenalter und spielen eigentlich auch mit einer C-Juniorenmannschaft und einer Juniorenmannschaft in der Coca-Cola League, weil ja eigentlich im Breitensport die höchste Liga ist. Sehr gut, dann kommen wir nachher noch schnell auf den Nachwuchs zu sprechen. Jetzt vielleicht noch schnell kurz etwas anderes. Markus, du bist Präsident seit 2008. Was hat sich eigentlich seit 2008 geändert in diesem Club? Natürlich schwer zu sagen. Wir haben natürlich den Verein da, ich bin ja nicht allein, sondern mit dem Vizepräsidenten Daniele Scardino und die anderen Vorstandsmitglieder haben wir die Funktionen übernommen. Es war eine schwierige Situation für den AS Calcio. Man hat viele Schulden auch gehabt. Und man hat in den aktiven Bereich in der vierten Liga eher um den Abstieg gespielt. Und somit hat man auch keine Perspektive gehabt. Und heutzutage stehen wir einfach da, dass wir auf sehr soliden Beinen stehen. Wir haben alle Schulden können abbauen, haben auch ein gutes Plus auf dem Konto. Die erste Mannschaft hat sich entwickeln, ist aufgestiegen, spielt jetzt in der dritten Liga mit auch ein Auge Richtung vorne, Richtung zweite Liga. Sensationeller Ausblick, jetzt nochmal auf die Junioren zurückzukommen. 250 Junioren in 19 Mannschaften. Ihr arbeitet ja da im Nachwuchs perfekt und sind in Kreuzlingen. Wieso schafft das eigentlich zum Beispiel ein FC Kreuzlingen nicht? Oh, das ist natürlich schwierig zu sagen, wieso das bei einem anderen nicht funktioniert oder nicht besser. Ich glaube, bei uns ist entscheidend, dass wir den ganzen Fokus darauf gesetzt haben. Auch die Ressourcen, auch die finanziellen Mittel, die wir erhalten. Wir investieren pro Jahr 80'000 Franken in die Juniorenabteilung. Also es ist nicht einfach. Das geht nicht einfach von allein, sondern auch die ganze Ausbildung der Trainer, die Verantwortlichkeit dahinter, ist einfach bei uns die erste Priorität. Und jetzt auch schon in der Vorrunde sind 8 Junioren in der ersten Mannschaft zum Zug gekommen. Und da unterscheiden uns, glaube ich, dass man den Jungen auch eine Perspektive bietet. Aber ich denke, wenn man dann den Unterschied anschaut, ihr kümmert euch wirklich um den Nachwuchs, ihr investiert Geld in den Nachwuchs. Ich glaube, das spürt man auch aussen, dass ihr da natürlich viele bessere Plaketten trägt, die einfach den Nachwuchs auch tragen. Ist das richtig? Ja, man sieht schon, dass wir uns auch im Bereich Sponsoring deutlich breiter können aufstellen können. Wenn man jetzt zu uns ins Dübeli runtergeht, hat man natürlich das ganze Feld, also um den Platz um eine ganze sehr viele Bandensponsoren. Also man merkt, dass unser Name mehr und mehr bekannt wird in Kreuzlingen. Es ist einfach auch der Fußballverein, sagen wir mal ein bisschen bei uns, der Lokal, weil bei uns spielen nur Lokale, was vielleicht ein bisschen anders ist beim FC Kreuzlingen. Und das spürt man eigentlich auch schon, wenn man durch Kreuzlingen läuft, dass man da eigentlich, dass da geschätzt wird. Sehr gut. Jetzt mal, möchte ich noch eine wichtige Frage dich stellen, Markus, wenn du schon da bist heute. Sind mehr als Gerüchte gewesen. Fusion mit dem FC Kreuzlingen ist, glaube ich, sogar einmal traktandiert gewesen auf der Generalversammlung vom FC Kreuzlingen. Wie siehst du das und wie weit sind ihr da und wenden das oder wie geht das weiter? Es war traktandiert beim FC Kreuzlingen. Also wir sind ja da nicht dabei gewesen. Also wir haben unsere GV nur darüber orientiert. Wir sind tatsächlich mit dem FC Kreuzlingen zusammengehockt, weil es aus unserer Sicht auch Synergien kann haben. Aber wir hatten Forderungen gehabt. Die Forderungen sind natürlich die finanzielle Stabilität, dass wir gesagt haben, der Verein muss absolut schuldenfrei sein. Es ist um den Namen gegangen. Wir sind der Meinung, dass wir sehr viel für den Namen auch imagemäßig gemacht haben. Und der dritte Punkt war, dass wir gesagt haben, bei uns arbeiten auch alle ehrenamtlich. Alle Mitglieder im Vorstand. Das sind eigentlich die drei Forderungen, die wir hatten. Sind denn die Forderungen nicht erfüllt worden oder wie muss man das verstehen?
nicht erfüllt. Das waren unsere Forderungen und die haben wir eigentlich definiert, bevor wir eigentlich in tiefere Gespräche gegangen sind, weil es wäre für uns auch nicht fair gewesen, dass man ihnen nachher sagt, zeigt uns mal Open Books an, ich zahle nachher, sagen, können wir mit der Forderung hinführen, sondern die haben wir im Vorhinein definiert, dass das eigentlich für uns Voraussetzung ist, dass wir eigentlich auch weitere Gespräche führen und darum hat es dann auch kein weiteres Gespräch mehr gegeben. Ist das ein bisschen voreilig oder selbstständig, eigensinnig vom FC Kreuzlingen, dass er so etwas überhaupt traktandiert hat, oder ist das normal? Normal ist es in der Regel eigentlich nicht. Ich meine, wenn man so etwas bespricht und so trifft, dann ist es wie die Wirtschaft, dann geht es eigentlich unter geschlossene Türen und hat einfach keine, aus unserer Sicht nachher, muss dann nachher nicht auch an die grosse Glocke gehängt werden, weil vor allem sind einfach nur Vorabinformationen oder Austausch gewesen, ohne irgendwelche konkreten Fakten dahinter. Also du sagst eigentlich mit anderen Worten, man ist nicht ganz sauber vorgegangen. Tust du aufgrund von dem sagen, man tut so Gespräche gar nie mehr aufnehmen oder wie sieht das aus? Ganz sauber, das wäre jetzt nicht fair, nicht korrekt. Ich sage jetzt einfach, jetzt ist der Zeitpunkt ist da gar nicht so taktandum gestanden, dass man dass eine Fusion ansteht. Darum hätte man da vielleicht auch nicht groß müssen, ich sage jetzt mal, öffentlich auf Taktanden tun. Aber das, dann muss der FC Kreuzlingen jetzt so eine Stellung nehmen, wieso und wie sie das Ganze sehen. Wenn der FC Kreuzlingen heute kommt, würde sagen, oh, es galt schon mit Wendefusion mit euch. Wie würdet ihr euch dazu stellen, Markus? Grundsätzlich sind unsere Bedingungen nach wie vor die gleichen. Ich sage nach wie vor, Kreuzlingen hat vielleicht in Zukunft nicht unbedingt Platz für zwei Fußballvereine, vor allem wenn man die ganze Infrastruktur anschaut. Aber unsere Bedingungen sind nach wie vor die gleichen. Sehr gut, ich glaube, das lange als Antwort. Markus, ich danke dir vielmals, dass du zu uns gekommen bist und die Stellung genommen hast. Wir verfolgen natürlich selbstverständlich eure Nachwuchsarbeit. Sehr interessiert und wenn irgendetwas ist, werden wir selbstverständlich von Sportfan wieder berichten. Ich danke dir vielmals und wünsche einen schönen Nachmittag. Danke. Ich danke dir. Schönen Nachmittag noch.